Es geht nicht immer nur ums Tun und dass man produktiv ist, aber es gelingt einmal mehr, wenn man gut auch sein kann, auch in den eigenen Räumen, in den eigenen vier Wänden. Und deswegen ist Daniela Hellenberger heute bei mir beim Kongress, wo es um Erhöhung von Lebendigkeitsqualität geht. Und es geht einfach viel leichter, wenn man nicht nur strudelt mit all den Dingen, die man zu tun hat, sondern sich auch durch Räume unterstützen lässt. Vielen lieben Dank, Daniela, dass du dir die Zeit nimmst und da mit dabei bist. Dankeschön. Sehr gern, vielen Dank für die Einladung. Wir haben schon viel gelacht. Man glaubt sogar, jetzt haben wir so gechillt gerade wieder. Und Daniela und ich, wir kennen uns ja schon sehr lange. Ich sage jetzt nicht, wie lange, außer du kannst es natürlich dann erwähnen. Und wir haben nicht das klassische Vorgespräch geführt, sondern wir haben uns immer wieder ausgetauscht, seit wir uns kennen. Und deswegen weiß ich von Daniela vieles, was einfach auch dafür spricht, dass sie da so von nicht nur eine unglaubliche Begabung für das hat, was sie tut. Das war immer schon für mich so erkennbar und vielleicht auch für dich rückblickend. Und vielleicht magst du da so ein bisschen teilen, wo deine Reise war und was du jetzt machst, dass wir mal da einsteigen können. Sehr gern. Ja, wir kennen uns, ich glaube, seitdem wir 14 sind, oder? Ja, Ungefähr. müssen wir nicht sagen, wie lange Müssen wir uns wir nicht sagen, kennen. wie wir das sagen, ja. Aber ist schon ein paar Jährchen. Ja, also wir haben uns in der Schule kennengelernt und wir haben, also ein klassischer Weg, wir haben gemeinsam maturiert. Und danach ist bei mir schon so ein bisschen die Reise gestartet in eine sehr kreative Richtung. Ich hab so nur Auslandsjahr gemacht, war ja in Paris als Au-pair. Und dann habe ich in dem Au-pair aber auch schon gemerkt, ich will sehr kreativ und auch mit meinen Händen was arbeiten und habe eine Glasfachschule, also Kolleg für Kunst, Handwerk und Design besucht. Und das war super, da habe ich so richtig meine Kreativität eigentlich spüren und ausleben und ausdrücken können. Und dann von dort aus ist es weitergegangen. Ich habe dann Design studiert. Habe dann in verschiedenen Design- und Architekturbüros gearbeitet und habe so eine Faszination für Räume entwickelt. Also ich habe auch schon, meine Diplomarbeit ist auch schon um den Raum, um die Küche gegangen, wo ich die Küche eigentlich neu gedacht habe. Und dann bin ich durch die Arbeit eigentlich in einen Bereich gekommen, der mich total fasziniert hat. Und zwar ist es das Shop-Design, wo man halt überlegt, wie eine Marke sich dreidimensional in einem Raum präsentiert. Also wenn man jetzt in ein Geschäft reingeht, spürt man diese Marke. Man spürt, was das für Werte hat, was es ausdrückt und so. Und das war mein Job. Also da habe ich überlegt, wie man eine Marke dreidimensional darstellen kann und das auf verschiedenste Grundrisse, Flächen und so erweitern kann. Und ja, das ist ein Job, den habe ich total geliebt. Eigentlich immer noch, finde ich immer noch sehr faszinierend. Und ich bin aber dann Mama geworden, vor 7 Jahren zum ersten Mal, Mama von einer süßen Tochter. Und ich habe dann nach der Karenzzeit wieder probiert zu arbeiten und es hat auch relativ gut geklappt, aber ich habe schon gemerkt, es geht einfach an die Ressourcen, weil dieser Job sehr fordernd ist. Es sind viele Wettbewerbe, innerhalb kürzester Zeit muss man einfach Konzepte entwickeln. Und das ist mit Familie schwer vereinbar, weil es war oft Wochenend oder Nachtschicht, also einfach in dieser kurzen Zeit viel produzieren und dann ist es eh wieder besser gegangen. Aber mit Kind ist es einfach schwierig. Und es war dann auch so, ich habe auch zwischendurch immer wieder so private Bauherren gehabt, wo man Innenarchitektur oder einfach die privaten Wohnräume gestaltet haben, Möbeldesign gemacht haben. Und da war es schon immer faszinierend, wo ich gedacht habe, super, manche fühlen sich total wohl, sofort auf Anhieb und bei manchen hat es irgendwie nicht so gut funktioniert. Und das wollte ich schon immer wissen, woran das liegt eigentlich. Und ich habe schon immer Faszination für diese Raumenergien gehabt. Ich glaube teilweise auch, also meine Mama ist da auch sehr gut schon drinnen, die pendelt auch und sucht halt also Wasseradern. Ja, und dann wollte ich es genauer wissen. Also ein ausschlaggebender Grund bei uns war dann so, dass meine Tochter also sie hatten jetzt nicht die besten, einfachsten Schlafgewohnheiten gehabt. Sie hat viel Einschlafbegleitung braucht, hat lange braucht, bis sie eingeschlafen ist und dann immer nur ganz kurz am Stück schlafen. Und das war damals für mich so, es war halt so okay, weil ich es nicht anders gekannt habe. Es war schon fordernd, weil es natürlich auch an meine Grenzen gegangen ist, gerade in Kombination mit Arbeiten und so.
Aber wir sind dann umgezogen, da war meine Tochter 1 Jahr alt und da sind wir in ein Haus gezogen, wo wir auch eine Feng Shui-Beratung gemacht haben. Und von da an war der Schlaf von meiner Tochter so anders. Also es war viel einfacher. Sie ist leichter zur Ruhe gekommen. Die Tage waren einfacher, weil sie während dem Tag einfach viel ausgeglichener war, dadurch, dass sie sich in der Nacht erholt und ausgeschlafen hat. Und ja, und dann war klar, es muss an den Räumen liegen, weil sonst haben wir nichts anderes gemacht. Wir haben nur unsere Raumsituation verändert. Und dann wollte ich es genauer wissen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe mich weitergebildet, habe verschiedenste Ausbildungen gemacht. Also ich habe jetzt eine Feng Shui-Ausbildung, die hat jetzt schon, dauert jetzt schon 3,5 Jahre und mache Geomantie, Wohnraumpsychologie und habe so eine Faszination für dieses Thema entwickelt. Wenn man da einmal reintaucht, kann man immer noch weiter tauchen und es ist, also es öffnen sich so schöne, einfache Sachen an, wo man irgendwie unterstützen kann. Und ja, und dann bin ich nochmal Mama geworden von Zwillingen. Und also die sind 3 Jahre jünger als meine älteste Tochter. Und da war auch das erste, eine der ersten Reaktionen, wie ich erfahren habe, dass ich Zwillinge habe, war, oh Gott, wie überstehe ich diese Nächte, dadurch, dass meine erste, die erste Tochter halt so fordernd war, die Nächte so anstrengend waren. Und es war aber bei meinen Zwillingen nicht. Es war viel entspannter, die haben super geschlafen, es war echt harmonischer einfach. Und da habe ich gewusst, das ist das Wissen, das will ich nach außen tragen, weil ich merke, es geht einfach vielen Familien so und es geht vielen Mamas so, die ja einfach ein bisschen am Rande der Erschöpfung sind, weil Kinder einfach fordern sind. Kinder sind fordernd, der Haushalt ist fordernd, die Umstellung von Frau zur Mutter ist teilweise auch echt fordernd und dann auch die Umstellung, dass man viel mehr in seinen eigenen Räumen daheim ist, weil vorher hat man sich ablenken können, man hat viel Zeit draußen verbringen können, man hat sie ins Fitnessstudio flüchten können, ins Café oder ja, einfach viel mehr außerhalb aufhalten können. Mit den Kindern geht es nicht mehr so leicht, weil man halt einfach auch ja, eine gewisse Zeit daheim ist. Und das will ich den Leuten so angenehm und so einfach wie möglich machen. Und ja, und diese Harmonie und Geborgenheit, die man einem kleinen Kind schenkt auf der Brust, das ist so schön, weil man das auch ein bisschen in seinen Räumen spürt und ein bisschen zurückgespiegelt bekommt von seinen Räumen. Genau. Eine schöne Reise und ich bin sehr froh, dass du das gemacht hast, was du machst. Und du hast zwar so einen Schwerpunkt auch gerade mit Familien, weil ich glaube, das Thema ist, weil was hast du ja gut angesprochen, dieses, man hat irgendwie durch die Familie dann als Frau ein paar Herausforderungen mehr und wenn man dann arbeitet, dann ist man vielleicht noch geforderter auch und dann ist die Frage, wo nimmt man die Kraft her? Und egal, ob da jetzt Mütter zuhören oder Omas, die mitkriegen, dass da irgendwie dass die Kinder einfach gefordert sind jetzt mit ihren eigenen Kindern. Ich glaube, gerade durch diesen Lockdown und dieses nicht mehr flüchten können, haben das viele auch nicht auf einer bewussten Ebene vielleicht wahrgenommen, aber es hat durchaus etwas gemacht. Und da würde ich gerne mit dir ein bisschen drauf eingehen, was wirklich Räume, was da quasi so an Energie wegzieht oder was er helfen kann. Ja, ganz viel. Also im Grunde ist es so, dass man kann tatsächlich seine ganzen Lebensthemen auf dem Grundriss sehen. Also ich bin mittlerweile schon relativ, also wenn ich einen Grundriss sehe, dann kann ich schon relativ gut erkennen, wie geht es den Leuten. Und das klingt jetzt ein bisschen spooky vielleicht, aber das ist eigentlich voll schön, weil uns unsere Räume Themen aufzeigen, die einfach bearbeitet können. Und es ist so, dass wir uns angezogen fühlen von Räumlichkeiten, von Grundrissen, von Häusern, von Wohnungen, die uns irgendwie was erzählen wollen. Und ich habe das bei mir dann selber so stark erkannt. Ich habe dann meine alten Grundrisse, ich bin schon relativ oft umgezogen und habe dann meine alten Grundrisse, so wie ich es vom Kopf her ungefähr nur weiß, analysiert und bin draufgekommen, ich habe immer in Wohnungen gewohnt, wo Erde und also das Element Erde Fehlbereich war. Und Erde steht so für die innere Ruhe, fürs Selbstvertrauen, für allgemein für das Vertrauen und bedingt dann auch eine glückliche Partnerschaft oder Beziehungen zu anderen und so. Und ich wohne jetzt auch in einem Haus, wo das Fehlbereiche sind, weil wir sind damals umgezogen ohne dieses Wissen. Aber jetzt habe ich diese Bereiche speziell einfach, ich schaue, dass es immer so
also man kann sagen, akupunktieren, dass ich sie halt speziell aufwerte und dass ich sie speziell einfach ja, denen eine Aufmerksamkeit schenke. Und ich merke das total. Ich merke das sogar bei meinen Kindern total stark. Also da ist auch meine älteste Tochter, die, jetzt wird es vielleicht kompliziert, aber es ist so, man kann die Geburtsdaten analysieren und da haben wir auch 5 Elemente. Die kriegt man also mit seinem ersten Atemzug mit. Und bei meiner Tochter fehlt das Erdelement. Und die springt speziell darauf an, wenn ich das Erdelement unterstütze. Und das merke ich immer ganz, ganz stark bei ihr. Also wenn ich da so Maßnahmen setze, das wirkt sie bei ihr total, also wirkt sie sofort aus. Und das ist auch so eine schöne Maßnahme, wenn man mal weiß, wo Sachen fehlen oder die man einfach von Geburt aus nicht mitbekommen hat, dann kann man die so einfach in sein Leben integrieren und dadurch wird man viel runder und harmonischer. Und das, weil du aussprichst eben auch, dass dieses Ansprechen deiner Tochter auf das mit dem Element, ist es dann, dass du an ihr das am Verhalten merkst? Weil ich würde es gerne ein bisschen konkretisieren für die Leute, weil sonst ist so, manche spüren das sicher komplett mit und haben schon eine Idee. Ja, also das Erde, das Element Erde steht so für Beziehungen, auch für die innere Ruhe, Selbstvertrauen und so. Und meine Tochter ist jetzt in der 2. Volksschulklasse und das sind schon so Herausforderungen, gerade wo es Vertrauen mit sich bringt oder auch dieses Selbstvertrauen, dass man die Leistungen bringen kann in der Klasse, die gefordert sind und so. Und wir haben gerade gestern am Abend war wieder so eine Situation, wo ich gemerkt habe, sie hat gestern einen Test gehabt und heute steht der nächste Test an. Und das war ja schon so, also ich habe gemerkt, das rattert bei ihr gerade voll. Sie ist eigentlich eh gut, aber sie ist von ihrem Mindset nicht so dahinter, dass sie weiß, dass sie gut ist. Genau, dann ist aber die Erde, oder? Das hat ja auch so ein bisschen Verwurzelungsqualität. Genau. Und wenn das nicht ist, dann ist man... Genau, das fehlt einfach dann. Dann fehlt diese Stabilität quasi, genau. Und das kann man aber super zuführen. Und da, also für mich war das gestern das Gespräch mit ihr wieder so, wo ich mir gedacht habe, ah ja, siehst, jetzt muss ich da echt wieder mal schauen, dass wir das wieder ein bisschen stärken bei ihr. Und das ist aber dadurch, dass ich das weiß, dass das einfach fehlt bei ihr, ist das für mich dann jetzt ein leichtes, weil ich weiß, okay, an dem hakt es und da machen wir jetzt ein paar Maßnahmen. Und das kann man mit so vielen Sachen stärken. Das muss jetzt, also im Raum kann man das natürlich super stärken, aber man kann das Element auch durch Ernährung stärken, also indem man einfach das Erdelement mehr zuführt oder durch Farben bei ihr. Also sie kann Farben anziehen, die dem Erdelement entsprechen. Wobei, das ist auch interessant, da hat sie totale Abneigung dagegen. Es fehlt ihr halt so stark, dass die Abneigung dann zu stark ist. Ja. Also gerade die Farben, das ist für viele oft schon ein Hinweis, gerade die Farben, die man gar nicht mag, da kann man ruhig mal genauer hinschauen, warum man sie eigentlich nicht mag. Also das hat schon Botschaften eigentlich. Ja, das heißt, was kannst du dann machen oder was hast du zum Beispiel dann gestern gemacht? Hast du dann so konkret gleich irgendwas noch umgesetzt? Ja, also gestern, sie haben mir das gestern im Bett erzählt, das war dann schon, da haben wir dann nichts mehr gemacht, aber ich habe heute in der Früh zum Beispiel dann schon ein wärmendes Frühstück gemacht, also einen warmen Frühstücksbrei, der das Erdelement stärkt und ja, wir schauen jetzt heute mal, also was ich bei Ihnen einfach auch gerne mache, ist dann, dass wir mit so erdenden Ölen arbeiten, die ich dann entweder im Raum diffus oder auf Diffusmassage gebe und so, ja, genau. Und das schätze ich so an dir, Daniela, weil einfach für die, die jetzt dann vielleicht gesehen haben, du machst eben Feng Shui-Beratung, dann ist das auch sehr eindimensional, aber dass da viel mehr dazugehört, was du da mitbringst. Mhm. Du hast da irrsinniges, wir haben ja in der Schule viel mit Ernährung uns schon beschäftigt und da hast du dich schon auch als Hobbyköchin und als jemand, der sich von dem her sehr dafür interessiert, auch immer schon wieder ausgezeichnet. Ich kann mich erinnern damals, wie diese Mandelmilchsachen und das aufkommen ist, du hast das ja alles auch immer selber gemacht und so. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man da einfach auch so dieses Interesse, was du da mitgebracht hast, hat ja Unterstützung auch für diese Möglichkeiten. Weil das sind sonst, ich glaube, es geht ja um auch ein Verändern so seiner eigenen Gewohnheiten und sich für das zu öffnen, was man noch nicht so kennt. Mhm. Und das, was, weil du das mit der Farbe angesprochen hast, es gibt auch Menschen, die haben ein gewisses gutes Grundgefühl, und brauchen vielleicht keine Farbe- und Typberatung und tragen von sich aus tendenziell schon einmal das. Und trotzdem macht es Sinn, da näher reinzugehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo es auch gerade bei den Räumen, und deswegen würde ich dir einladen, da auch zu den Räumen und Raumqualitäten, also mir gefällt es, du sagst es auch immer so,
der Raum unterstützt, kann einen unterstützen. Absolut. Es ist ja so, laut Zahlen, und diese Zahl finde ich echt so faszinierend, wir verbringen 90% unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen. Und das ist, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, wo ich dachte, wow, es ist einfach viel zu hoch. Also es ist halt so, wir verbringen tatsächlich, also im Winter sind wir wahnsinnig viel drinnen. Und selbst im Sommer, also wir schlafen, verbringen allein schlafen total viel Zeit in den Räumen. Und die Räume sind einfach so unmittelbar eine Hülle um uns. Und das strahlt halt auf uns zurück. Und das kann man, wir können die Räume super unterstützend nutzen, indem wir unsere Räume aufladen. Also zum einen, dass wir sie vorher schon mal energetisch reinigen und dann aber aufladen mit, ja, mit Dingen, die uns gut tun. Und das sehe ich so oft, dass in Räumen einfach Dinge zurückbleiben, weil einfach man verliert den Blick. Es wird so zur Gewohnheit, man sieht ständig Sachen und irgendwann nimmt man sie nicht mehr bewusst wahr, aber das Unterbewusstsein arbeitet, also es nimmt sie ja trotzdem wahr. Und das ist auch, das ist nochmal eine Zahl, die ich kurz nennen kann, das Unterbewusstsein nimmt 11 Millionen Eindrücke pro Sekunde wahr und bewusst nehmen wir circa 40 wahr. Und das ist einfach ein Riesen, also das ist einfach eine Riesenzahl, die uns ständig beschäftigt und unser Gehirn ist ständig damit beschäftigt, diese Informationen zu filtern. Und wenn wir jetzt Sachen haben, nehmen wir mal ganz lapidar irgendwie zum Beispiel einen Gegenstand, den wir ja von einer lieben Person zwar geschenkt bekommen haben, aber mit diesem Gegenstand können wir nichts anfangen und den behalten wir, um diese liebe Person nicht zu verletzen. Und jedes Mal, wenn wir diesen Gegenstand denken, vielleicht denkt man es nicht bewusst, aber jedes Mal, wenn wir diesen Gegenstand sehen, denken wir uns, ach, das entspricht mir überhaupt nicht und eigentlich müsst ihr den irgendwie weggeben und so. Mhm. Und das macht total viel mit uns, weil es ständig eine eigentlich schafft es eine ungute Verbindung auch zu diesen Menschen, weil man weiß zwar, es ist liebevoll geschenkt worden, aber vielleicht fragt man sich, wieso schenkt man diese Person was gar nicht so zu mir oder mir entspricht. Oder Dinge von Ex-Partnern zum Beispiel, das sehe ich auch sehr oft, dass irgendwie Küchengeräte gerade, oder ja, es ist so ein klassisches Beispiel, Küchengeräte, die man gemeinsam angeschafft hat, irgendein Mixer zum Beispiel, der bleibt dann da, weil man sich denkt, das kann man jetzt nicht irgendwie aussortieren oder spenden, weil es hat ja Geld kostet, aber da hängen die Energien dran und gerade wenn es eine ungute Trennung vielleicht war, dann hängen diese Energien trotzdem da und jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, nehme ich unterbewusst diese Energien wahr. Und das ist mit und so. Wirkung, oder? Ich glaube, es geht um das, dass sie. Genau. Ja, genau, absolut. Die machen was mit dir. Also, und ja, und das hat halt einen riesen Einfluss auf uns. Und das ist der ganze Tagesablauf, sehen wir Dinge, die uns irgendwie an Sachen erinnern. Und wenn wir es aber so machen, dass unsere Räume uns einfach total unterstützen und die Kraft geben und dass die Energie reinkommt bei uns und sie dann verteilen kann, wo wir Energie brauchen und dort, wo wir Ruhe brauchen, dass wir dort eher ruhige Energie haben, dann ist das ja einfach was mir dazu einfällt, und du hast es ein bisschen auch so angesprochen und vielleicht kannst du es auch bestätigen. Du hast das Beispiel genannt, eben zum Beispiel Erdfarben wären für deine Tochter super und sie ist total auf Widerstand und sicher nicht. Und das ist oft ein Indiz dafür, dass gerade das etwas wäre, was einen nährt. Yeah. Ich sehe jetzt den Umgekehrten, nimm das Umgekehrte, weil das finde ich auch sehr spannend, weil viele Menschen ja das Thema haben, dass sie Dinge nicht hergeben können. Yeah. Dass man dann, das gebe ich sicher nicht her, vielleicht ist es interessant wäre, dass wenn man so unbedingt behalten möchte, sie eben echt einmal überlegt, warum gebe ich das jetzt nicht her? Ja, yeah, genau, absolut. Also Das ist total spannend immer, weil oft sind diese Dinge, wenn man das dann genau hinterfragt, warum gibt man das nicht her, dann kommt bei den Leuten dann eh schon oft ganz, kommen eh schon viele Ideen oder viele Gedanken hervor. Das kann auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann natürlich auch mit unserer Kindheit zusammenhängen, dass wir gelernt haben, irgendwie diesen Mangel, diesen Sicherheitsgedanken, dass wir die Sachen lieber aufheben, weil wir könnten sie ja irgendwann mal nun mal brauchen. Und wir sehen aber gar nicht, was das mit uns jetzt macht, weil wir brauchen sie jetzt meistens nicht, aber es sammeln sie an bei uns. Und wenn sich Dinge ansammeln, die wir nicht nützen und denen wir auch nicht die Aufmerksamkeit schenken, dann staut es Energien. Und diese Energien, das ist super interessant, diese gestauten Energien, die machen mit unserem Körper und mit unserer Gesundheit auch total viel. Und ich habe eine Ausbildung gemacht, meine Haupt-Feng-Shui-Ausbildung habe ich bei jemandem gemacht, der eigentlich aus der traditionellen chinesischen Medizin kommt. Und
der merkt bei den Körperbehandlungen, wann er am Körper mit den Leuten arbeitet, dann weiß er genau, wie die Wohnungen ausschauen teilweise. Also wenn irgendwo Stagnationen sind oder in irgendwelchen Bereichen er mit Körperbehandlungen nicht weiterkommt, dann weiß er genau, also jedes Organ und jeder Körperteil hat auch im Grundriss sein Ort quasi. Und wenn sich dort die Energie staut, weil wir Sachen ansammeln von früher, Sachen, wo wir uns nicht trennen wollen, Sachen, die vielleicht auch, wenn Omas, Opas zuschauen, vielleicht von den eigenen Kindern, die die immer wieder dorthin bringen, weil sie sich denken, die haben ja eh Platz oder so. Ja, dann macht das was mit unserer Gesundheit, weil dort kann die Energie nicht fließen und das spiegelt sich aber bei unserer Gesundheit und bei unserem Körper wieder. Hast du das an dir selbst einmal erfahren oder an jemanden, der das wirklich auch so geschildert hat und wo du gemerkt hast, ja, das ist tatsächlich in Verbindung, damit es einfach ein bisschen noch Ja, also ich sehe es ganz für die jetzt glauben, Geschichte, ja. Es klingt schon sehr, ich weiß, es klingt ein bisschen arg esoterisch, aber tatsächlich, wir haben schon während meiner Ausbildung im Kurs haben wir eine gehabt, die war kurz vor der Pensionierung, also die hat ein Alter gehabt, die kurz vor der Pensionierung war. Und die hat in der Nacht immer aufs Klo gehen müssen. Und das war einfach so, ja, altersbedingte Blasenschwäche genau, eigentlich. Und sofort eine Antwort, man wird älter und das geht. Ja, genau. Und sie hat dann in der Ausbildung, da haben wir uns um den Wasserbereich gekümmert und haben halt gemerkt, Wasserbereich ist mit der Niere verbunden. Und sie hat dann bei ihr daheim geschaut, wo ist bei ihr der Wasserbereich. Und dann hat sie gemerkt, das liegt bei ihr im Eingangsbereich. Und dort haben sie einfach Schuhe, Jacken getümmelt. Es ist selten aussortiert worden. Es waren einfach ja voll viel alte Schuhe, auch von den Kindern noch Sachen da und so. Und das hat sie dann aussortiert und hat relativ schnell eigentlich dann wahrgenommen, dass sie in der Nacht nicht aufs Klo gehen muss. Und es war aber am Anfang, das war gar nicht die Intuition. Also sie hat es im Nachhinein dann erzählt, dass sie halt diese Blasenschwäche gehabt hat. Und ihr ist dann aufgefallen, dass sie nicht mehr aufs Klo gehen muss. Und war, da hat sie aber auch noch nicht so die Verbindung zusammengebracht mit ihren Räumen. Und erst, wie ihr Mann dann gemeint hat, komisch, ich muss jetzt in der Nacht gar nicht mehr aufstehen, weil ihr Mann ist es auch so gegangen, dass er diese altersbedingte Blasenschwäche gehabt hat. Der hat dann gemeint, er muss in der Nacht jetzt gar nicht mehr aufstehen. Und dann hat sie irgendwie so den Schalter umgeworfen und sie hat gemerkt, stimmt, sie hat da aussortiert, sie hat da mehr Leichtigkeit, mehr Platz wieder gemacht, damit die Energie dort fließen kann. Und das hat sie ja faszinierenderweise auf den Körper ausgewirkt. Und ja, da gibt es ganz viele Beispiele. Selbst bei Kinderwunsch gibt es ganz viele Beispiele, wo einfach auch Energien stagniert sind. Und muss überlegen. Also gerade beim Gesundheitsbereich merke ich oft, dass da wirklich sie viel tut. Und genau. Und es ist wertvoll, auch einfach diese Komponente in Erwägung zu ziehen. Einfach, wenn man wo auch immer man unterstützen kann, einfach da auch zu sagen, okay, auch in den Räumen kann ich und durch diese Raumgestaltung und wie man eben auch in ein Haus reinkommt, sind schon so wesentliche Dinge. Und darauf würde ich gerne eingehen, weil du jetzt auch den Eingangsbereich schon angesprochen hast. Mhm. Nämlich völlig unabhängig davon, ob da jetzt ein Wasserbereich ist oder nicht. Und man jetzt gerade, falls jetzt alle glauben, die Lösung liegt darin, dass man nicht mehr aufs Klo, dass man dann irgendwie entspannt durchschläft, ah, das ist der Eingangsbereich, ist Wasserbereich. Nein, das ist ein Zufall. Aber der Eingangsbereich ist durchaus sehr interessant. Vielleicht, dass du da ein bisschen drauf eingehst. Ja, der Eingangsbereich ist tatsächlich, also es gibt zwei Bereiche im Feng Shui, wo man eigentlich sagt, das ist interessant, die werden von den meisten Leuten relativ vernachlässigt, aber die haben so einen starken Einfluss. Ja. Das eine ist das Schlafzimmer, weil da schlafen wir halt, da verbringen wir uns einen großen, großen Teil unseres Lebens. Und das Schlafzimmer ist aber auch so, dass oft einfach Sachen reingestuft werden, Bügelwäsche und Zeugs, das man nicht sehen will, Hometrainer und so. Aber genau, Schlafzimmer ist der eine Bereich und der andere Bereich ist der Eingangsbereich. Und beim Eingangsbereich sagt man, das ist so der Mund des Hauses. Also die Energie, die wir in unserem Haus haben wollen, die kommt durchs Haus rein. So wie halt die Energie, die wir im Körper haben, kommt durch den Mund rein. Und ja, und der Eingangsbereich ist auch oft, das ist auch unserer modernen Architektur wirklich geschuldet, der ist halt sehr vernachlässigt, weil wir wollen schnell reinkommen und wir wollen wenig Fläche für die Garderobe verschwenden und wollen dafür einen großzügigeren Wohnbereich. Ist auch total logisch, wie ich im Architekturbüro gearbeitet habe, habe ich es nur genauso wahrgenommen. Ich habe auch immer gedacht, dieser Eingangsbereich ist verlorene Fläche. Es bringt uns nichts, es kostet nur Miete oder Quadratmeter. Und jetzt weiß ich aber, dass
Also es fängt eigentlich schon vor der Eingangstür an, wo man schauen kann, wie kommt die Energie dorthin? Kann die da wirklich gut hin oder muss sie sich irgendwie einen Weg schon bahnen durch irgendwie, keine Ahnung, Sachen, die sie vor der Tür ansammeln? Oder ist vielleicht vor der Tür eine schöne Gestaltung, dass dort Blumen sind, irgendeine Einladung, irgendeine schöne Geste, keine Ahnung, die Fußmatte ist gepflegt oder es hängt vielleicht der Türkranz oder irgendwie oder eine nette Kerze, irgendeine schöne Gestaltung. Und das kann man auch gut mal beobachten, wenn man selber einfach mal mit offenen Augen durch Straßen schlendert. Und da gibt es eh so schöne Beispiele, wo ein Haus an Haus steht. Manche sind total einladend gestaltet. Und wenn man sich denkt, die Energie will auch eingeladen werden, dann geht die natürlich dorthin, wo sie leicht hin kann und wo sie gern gesehen ist. Und wenn man dann die Tür aufmacht und sie reinkommen will, kann man sich auch fragen, wie geht die Tür auf? Geht sie leicht auf oder stockt sie schon irgendwo, weil vielleicht dahinter irgendwas liegt oder sie angesammelt hat? Und was sehe ich dann? Also was sehe ich? Was sieht die Energie, wenn sie reinkommt? Sieht sie ein Jacken-Schuhe-Chaos oder sieht sie ja, irgendwie was, wo sie sich willkommen fühlt? Ja, wo sie sich hingezogen fühlt einfach auch. Und da kann man, gibt es so nette Beispiele, wo man sich einfach mal vorstellt, wie waren früher in so Villen, wie waren da die Eingangsbereiche. Das war immer alles sehr großzügig. Und auch selbst jetzt noch in so Architekturen, wo einfach Geld da ist, also wo einfach ein Wohlstand da ist. Bankenhotel, große Hotel. Ja, Hotels, Lobbys, Empfangsbereiche und so, das ist immer großzügig gestaltet. Das ist immer, also die Energie kann dort rein und kann einfach, im Grunde hat das auch mit Geldenergien zu tun, aber es hat einfach auch mit Wohlbefinden und Gesundheit zu tun, wie die Energie dort empfangen wird. Und es ist ja nett, wenn die Energie dort einfach, ja, einen ansprechenden Blick irgendwie kriegt oder irgendwo, wo sie sich willkommen fühlt und dann auch kurz so sammeln kann und dann verströmt sie in die jeweiligen Räume. Das heißt, es macht auf alle Fälle Sinn, vielleicht auch mit diesem neuen Blick einmal, wenn man wieder das nächste Mal so bewusst nach Hause geht, da ein bisschen zu schauen, würde man in dieses Haus gehen wollen oder in diese Wohnung, wenn das ist, was man irgendwie noch nicht kennt. Also mit dieser Haltung, so ich kenne das jetzt nicht und ich nähere mich und schaue mal, würde da wirklich reingehen wollen. Oder auch zu spüren, wie geht es mir, wenn ich schon hingehe, dass ich dann merke, ach Gott, da liegen sicher die Schuhe herum und die Schultaschen meiner Kinder. Also mit welchem Gefühl geht man selber vielleicht? Also von Energie, weil das ist ja nichts Greifbares in dem Sinn. Aber es geht ja um das Energie. Wie würdest du das beschreiben? Was ist die Also, Energie? ja, also ich finde, es geht ja um diese Emotion, dass man sich mal hinterfragt, kurz, wie geht es mir, wenn ich die Hand an meinen Türknauf lege und die Tür vielleicht runterdrücke? Was habe ich für Emotionen? Was bringe ich mit? Weil es ist auch so, und ich glaube, das spürt man schon mit dieser Energie, die du selber in deinem Kopf hast, wenn du reingehst, das verströmst du natürlich auch. Und wahrscheinlich kennt man eh Beispiele, dass man, wenn man Besuch bekommt oder jetzt nur mal bei meinem Beispiel, wenn die Mama viel mit den Kindern daheim ist und der Papa kommt dann irgendwie heim am Abend und man merkt genau, mit was für einer Energie der reinkommt. Kommt er mit einer guten Energie, dann geht es den ganzen Kindern sind gut drauf und die Mutter. Also es ist einfach ein ganz anderer Abend, wie wenn der Vater reinkommt mit einem Grant, weil er schon über den ersten Schuh fliegt oder irgendwie in der Arbeit was nicht gepasst hat. Und ich finde, das ist eigentlich auch also das beschreibt auch die Energie, wie sie reinkommt. Und die Energie ist für mich schon was, das ist halt einfach Lebenskraft. Also das ist einfach, die kann uns unterstützen, die kann uns aber auch tatsächlich, ja, viel. Energie auch binden und die kann gar nicht dann fließen, oder? Ich glaube, das ist ja, ich Ja. glaube, ja, im Prinzip sind wir alle so ganz kraftvolle Wesen, wo ganz viel möglich ist, wenn Energie fließen kann. Und das Genau. Ding, kann es fließen oder kann es nicht fließen? Und Genau. ich glaube, das ist so die Frage, oder das, was man wahrnehmen kann, ja auch. Oder das ist ja etwas, mit dem ich sehr stark arbeite, wo Leute einfach auch mal lernen, das zu spüren, weil man oft gar nicht mal diesen Zugang hat. Wie spürt sich das für mich an? Wir sind oft zu sehr beschäftigt mit dem, wie passt das eher für die anderen? Ist es für die anderen super? Und nicht so mit, wie ist das für mich ganz ehrlich? Und dann auch irgendwie, also ich habe eine Anekdote und vielleicht magst du dazu auch dann ein bisschen darauf eingehen. Da geht es ein bisschen um Ordnung, Unordnung, weil was ist Ordnung? Wie sehr ist man vielleicht aufgrund der eigenen Empfindsamkeit schon auch dafür verantwortlich, wie die Energie ist? Ist
Ist der Lurch nur quasi ein liebes Haustier vielleicht? Ja. Oder ist er so, oh Gott, ja, also. Aber das ist das eine. Und das zweite ist, weil ich eben auch bei meiner Tochter gemerkt habe, mit dem Playmobil, dieses, wie viel Raum kann sie einnehmen? Wir haben ja so uns schon ausgetauscht. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt eine Grenze setzen, weil sonst ist alles irgendwie voll geräumt und es liegt in meiner Verantwortung auch zu sagen, du, wir müssen eine andere Lösung finden. Ich finde es super, dass du ein Playmobil spielst und dass du das magst und ich weiß, dass viele in dem Alter das ja nicht einmal mehr wollen. Ja? Und dann aber einen Raum finden, der auch dafür verwendet werden kann und ohne, dass es dann eben, ich sage jetzt nochmal, dass es einfach nicht nur so Yang gibt im Haus. Ja? Ja, Vielleicht ja. magst du so Yin-Yang-Qualitäten dann auch noch ansprechen. Ja, sehr gern. Ja, also Yin-Yang-Qualitäten machen wir das gleich. Das ist so, also Yin ist halt so das Weibliche, das lässt uns zur Ruhe kommen, das ist auch die dunkle Nacht eigentlich. Und das Yang ist so das ganz Aktive. Das, also wir sind jetzt eigentlich, wir sind alle sehr stark in einer starken Yang-Zeit, weil wir so schnell sind, wir sind so getrieben, wir machen so viel, wir haben tausend Sachen gleichzeitig zu erledigen. Und das tut uns allen nicht gut. Also wir bräuchten viel mehr Yin, wir bräuchten viel mehr Weichheit, viel mehr Ruhe im Endeffekt auch. Und die Krux an dem Ganzen ist, dass unsere Wohnungen und unsere Büroräume auch total Yang-lastig sind. Auch Also der neue Baustil ist ja sehr young. genau, der neue Baustil, auch die. Also wir haben jetzt eh in Wien so viele Beispiele, da die ganze Gegend um den Hauptbahnhof ist vollgebaut mit neuen Büro-Towers und die sind vom Boden bis zur Decke mit Glaswänden. Und dort ist einfach, das ist so, das sind dann Büros, wo ganz viel Fluktuation herrscht, weil die Leute sich nicht wohlfühlen, sie können sich nicht gut konzentrieren und sie sind so richtig, sie brennen so richtig aus, weil die Energie fetzt da so richtig durch. Also die kann sie nicht wirklich sammeln, die fetzt so richtig durch und das spüren die Leute intuitiv ganz, ganz stark. Da haben wir schon ja, mehrere Sachen uns immer wieder angeschaut und Da gibt analysiert. es ja viele Studien, also nur, dass wir das erwähnen. Ich Genau. glaube, ja, das kann man schon mal sagen. Ja. Da gibt es zum Glück mittlerweile relativ viel wissenschaftliche Studien, die untersuchen, warum es auch zu Burnout kommt. Und Burnout-Faktor ist tatsächlich auch unsere Yang-Wohnumgebung. Und die ja, und es ist einfach so, dass auch die Architekten sind ja auch so schnell und so getrieben eigentlich und deswegen bauen die auch so. Also die können ja gar nicht anders, weil sie halt auch in so einem, ja, in so einem Rädchen drin sind, wo sie so schnell sein müssen und so viel Sachen abdecken müssen. Und deshalb schauen unsere Wohnungen oder Bauten, wie man sie halt jetzt haben, einfach so aus. Und da kann man auch echt sehr gern mal bewusst hinschauen. Und da hat sich viel getan. Also wenn man sich vorstellt, so ein altes, gemütliches Bauernhaus noch vor ja, eh 50, 60 Jahren oder so, es strahlt ganz was anderes aus wie jetzt. Und ich habe auch gerade persönlich jetzt zwei so Beispiele, weil mein Bruder hat Haus gebaut und mein Schwager hat Haus gebaut, also der Bruder von meinem Mann. Und die sind jetzt ungefähr gleichzeitig fertig geworden. Und mein Schwager, der hat auch ein sehr stressigen Job, der hat Führungsposition und ist halt auch sehr, sehr schnell und so. Und der hat ein Haus, das auch sehr Yang-lastig einfach ist. Und weil er sich es einfach aussucht, weil es halt jetzt so seine eigene Konstitution ist und so. Und mein Bruder, der hat ein Haus gebaut, das sehr außergewöhnlich ist jetzt eigentlich, finde ich. Er hat es nämlich mit einer Holz-Stroh-Bauweise gebaut und hat Lehmwände. Und es ist innen alles, also er hat es schon einen großen Teil schon weiß gemalt, aber manche Sachen hat er in diesem Lehm, in dieser Lehmoptik lassen. Und die Radien sind alle gerundet, weil sie halt einfach durch den Lehm rund werden. Und wir haben innerhalb kürzester Zeit haben wir beide Häuser irgendwie besichtigt und es ist ein Riesenunterschied, was das für an, also es macht echt von der Wohnqualität einen Riesen. Hast du es an den Kindern bemerkt? Ja, Weil das wäre irgendwie so der das Klassiker wäre auch für mich, lustig. ja. Es ist lustig, dass du das fragst, weil wir haben natürlich meine drei Kinder waren dabei und die sind jetzt, die Große ist 7 und meine Zwillinge sind 4. Und bei meinem Bruder war es so, der Baustatus, es war so ganz leicht eingerichtet, es waren so ein paar Sitzmöglichkeiten drin, aber es war bei weitem noch nicht wohnlich. Also sie haben da noch nicht drinnen gewohnt, wie wir das besichtigt haben. Aber meine Kinder sind rein und haben getanzt in diesem Haus. Also die haben sofort, die haben sich richtig wohlgefühlt, die haben getanzt und gesungen und es war, also es war für mich auch voll schön zu sehen eigentlich, wie intuitiv das auf die Kinder wirkt. Und gerade Kinder sind ja auch so, die
sind ja auch so im Feuer, die sind auch so schnell und die haben tausend Ideen und das und das und springen von einem Ding ins andere. Und denen tut es total gut, wenn sie ein bisschen mehr ins Yin kommen können, weil unsere Räume ihnen das bieten. Und die mögen ja auch gern so Höhlengefühl. Und also wenn man ihnen das ein bisschen anbieten kann in den eigenen Räumen, tut es den Kindern super gut. Wir haben gerade einen Raum wieder umfunktioniert mit Höhlen und Dingen. Also ich darf da jetzt gerade nicht reingehen. Ich meine, wenn ich mich so in die Kinderposition denke, und mein Bruder haben wir so mit den Tuchhemden so Höhlen gebaut. Und dann mache ich dann schon auch mit und merke, das hat schon irgendwie, das macht irgendwie so, ja, man wird fast ein bisschen auch zum Kind. Und ich frage mich, ist das auch das, dass man einfach nicht Kind sein will und nur froh ist, dass man endlich erwachsen ist? Ich sage einmal, weißt du, so, auch wenn man irgendwas erlebt hat, also ich habe das Gefühl, bei mir hat das schon auch mitgespielt, so dieses einfach mal so sein eigenes Leben leben und dann zurück wieder ins Kind. Also ich habe durch meine Tochter auch eine Art Entwicklung gemacht, wo ich ein bisschen mit meinem Kind sein neue Fröhlichkeit entdeckt habe oder für mein inneres Kind eine neue Fröhlichkeit entdeckt habe. Was jetzt da gut dazu passt, wir leben ja auch in einer Zeit, wo dieses, ich glaube auch dieses Yang wird ja auch unterstützt durch diese Vielzahl der Dinge, die wir haben. Yeah. Du hast ja gesagt, bei deinem Bruder war jetzt zum Beispiel das Haus noch sehr minimal eingeräumt und trotzdem war es einfach, es war dann so eine Leichtigkeit. Genau. Inwiefern ist auch dieses viel haben etwas, was wirklich einfach auch überfordert und die Kinder dann unruhig lässt. Und ich glaube, es ist wichtig in Zeiten, wo irgendwie Homeschooling, Lockdown 1 und Homeschooling, das ist ja ein Thema, ja, dass wir da vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Ja, das viele haben und viel mit sich mit viel umgeben, das stresst uns tatsächlich sehr. Also ich glaube, man merkt es eh, wenn man mal ausmistet und diese frische Energie spürt, die dann wieder fließen darf, das ist ganz was anderes und tut uns halt super gut. Und bei den Kindern ist es natürlich extrem. Also Kinder kriegen halt auch viel Geschenke, viel Neues immer. Es sammelt sich viel an, weil sie es schwer tun, mit Sachen zu trennen und so. Und eigentlich das Beste, was man den Kindern tun kann, ist aber ihnen so wenig wie möglich zu geben, weil also sie wissen oft gar nicht, wo sie hingreifen müssen. Dann haben sie jetzt schon den Stress der Entscheidung. Und ja, sie haben auch so das Gefühl, also ich habe so bei meinen Kindern, wir haben ein definiertes Volumen und in dieses definierte Volumen haben wir Platz für Spielsachen. Und bei uns ist es einfach so, wenn wir wissen, es steht jetzt Weihnachten an oder Geburtstag und so, dann wissen wir einfach im Vorhinein schon so, wenn wir jetzt Geschenke bekommen, dann müssen wir von den alten Sachen irgendwie wieder Sachen ausmisten, weil wir einfach nicht mehr Platz zur Verfügung haben. Und meine Kinder können das mittlerweile schon ganz gut, weil wir machen es ja immer so, dass wir spenden an die Windseerast. Und da weiß ich einfach, da arbeitet eine Freundin von einer Freundin von mir und das bringen wir halt dann persönlich hin. Und die Kinder haben so einen Bezug dazu. Und seitdem wir das machen, dass wir die Sachen spenden, kommen zwischendurch, wenn sie so spielen und so, und dann merken, mit dem spielen sie jetzt gar nicht mehr so oft, dann kommen so Sachen, wie sie sagen dann, Mama, das können wir spenden. Und das tut ihnen total gut. Ich habe das Gefühl, es macht ihnen voll die Freude, dass sie da was weitergeben können. Und das Schwierige ist aber auch bei Kindern oder auch bei uns eigentlich, wir haben so einen Bezug zu diesen Dingen. Also wir haben ja Erinnerungen an alles. Wir wissen genau, keine Ahnung, diese Vase habe ich dort gekauft oder geschenkt bekommen von so und so. Und bei den Kindern genauso, die haben von der Oma das Tier bekommen oder einfach irgendwie, das baut Beziehungen zueinander auf. Und da kann man sich vorstellen, dass man, wenn man so unsichtbares Band zu allen Dingen schafft, stellen wir sich mal vor, einen roten Faden zu dieser Vase, zu dem Teller, zu der Tasse und so, dann merken wir relativ schnell, wie unmobil und unflexibel wir werden, weil wir zu allen Dingen um uns drumherum eine Verbindung haben. Und je weniger wir da haben, umso freier sind wir im Endeffekt. Und das spürt man tatsächlich echt, also man spürt es total stark, finde ich. Wir sind sehr reduziert, wir wohnen als fünfköpfige Familie auf sehr kleinem Raum. Ich muss auch immer, also ich misst auch immer Sommer- und Wintersachen aus und bin mittlerweile total strikt im Aussortieren, weil wir einfach nur einen gewissen Platz für alles zur Verfügung haben und wir uns tut das. Und magst du vielleicht sagen, wie viel Quadratmeter bei wenig Raum? Das ist ja, wir leben in einer Zeit, da haben 100 Quadratmeter wenig Raum für eine dreiköpfige Familie. Vielleicht magst du da aus diesen Gründen realistisch. Wir wohnen zu fünft auf 70 Quadratmetern.
Und wir genießen das total. Also wir haben, mein Mann und ich haben vorher auf 100 Quadratmeter zu zweit gewohnt, in einer schönen Altbauwohnung mit hohen Wänden und großen Flügeltüren und so. Das haben wir auch total genossen. Und dann haben wir dieses Haus gesehen und haben uns sofort verliebt. Das ist nämlich, liegt am Wasser und es ist halt, die Lage ist herrlich. Und wir haben es dann renoviert und wollten es eigentlich immer als Sommerhaus nutzen, dass wir gesagt haben, wir sind im Sommer da, das liegt am Wiener Stadtrand und sind im Winter in der Stadt, in der Wohnung, haben diese kurzen Wege und so. Und haben es uns total romantisch vorgestellt, dass man nur im Sommer mit, ja, so einem Koffer mit zwei Büchern, also das Nötigste, wie man so in Urlaub vorziehen, in unser Sommerhaus. Und im Winter sind wir dann in unserer Basis in der Stadtwohnung. Und dann haben wir den ersten Sommer verbracht, eben da war dann meine Tochter damals ein Jahr alt. Und wir haben den Sommer so genossen. Und es ist Herbst worden und nichts hat uns in die Stadt gezogen eigentlich. Und ja, und so ist es halt dann gekommen, dass wir gesagt haben, wir probieren mal im Winter, wie es überhaupt ist im Sommerhaus, weil es eigentlich nur als Sommer geplant war. Und das war auch herrlich. Es war halt einfach, wir haben so schöne Aussicht. Das macht natürlich auch was. Also 70 Quadratmeter in der Stadt ist ganz ein anderes Gefühl jetzt wie bei uns. Und vor allem, wir haben es selber gestaltet, wir haben es selber designt innen und haben einfach einen Und dein Fokus. Mann ist ja auch in dem Bereich, das heißt. Genau, wir sind beide Architekten, Innendesigner, in dem Bereich arbeiten wir. Und oder haben gearbeitet, mittlerweile bin ich ja energetisch mehr unterwegs. Und ja, und wir haben einfach ein Haus gestaltet, das uns total unterstützt und das uns gut tut. Und dadurch funktioniert das auf 70 Quadratmetern, finde ich. Und wir haben dann irgendwann beschlossen, ein zweites Kind hat auch noch Platz in unseren kleinen Räumen. Und das sind dann Zwillinge geworden. Und mittlerweile genießen wir es aber auch als fünfköpfige Familie immer noch total. Also, und ich finde, wir haben dadurch, dass wir einfach sehr eng auch als zusammenrücken als Familie, haben wir auch echt einen sehr starken Familienzusammenhang. Also, das ist jetzt nur mein Gefühl, aber ich glaube, dieses, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer braucht und immer separiert werden kann. Ich glaube, das macht schon auch viel mit unserer Gesellschaft. Also, das sind wir in unserer Kultur, in unserem Raum, Breitengraden auch, also eher eine Sonderstellung. In den meisten anderen Kulturen ist es eher so, dass die Leute als Familie relativ eng zusammenrücken. Und ich merke es ja bei uns, die Kinder genießen das total, dass wir eng zusammenrücken. Und mein Mann sagt gern mal scherzeshalber, ach, wir könnten eigentlich nur ein paar Quadratmeter vermieten, weil wir sitzen eh immer alle zusammen. Also ja, also es fehlt uns an nichts und wir genießen es eigentlich total. Und dadurch, dass wir durch diesen kleinen Wohnbereich auch gezwungen sind, immer auszumisten und uns von Sachen zu trennen, haben wir wirklich nur Sachen da, die uns gut tun und die uns stärken. Und wo ich genau weiß, dieses Deko-Ding steht jetzt für diesen Wert. Oder also ich sehe jetzt da gerade so, ich habe da im Augenwinkel so einen kleinen Affen, den ich mir mal gekauft habe, weil ich mehr Leichtigkeit haben wollte bei mir. Und dieser Affe symbolisiert diese Leichtigkeit bei mir. Und jedes Mal, wenn ich diesen Affen anschaue, dann schwappt ein bisschen diese Leichtigkeit über. Und das mache ich auch mit meinen Kindern, dass wenn wir diese, also wenn vielleicht eine angespannte Situation ist und so merke ich, uns tut jetzt Leichtigkeit gut, dann machen wir einen Affen tatsächlich. Also wir schauen einfach, was brauchen wir jetzt und mit welchen Gegenständen oder Emotionen kann ich mich umgeben, dass das auf mich zurückstrahlt. Weil das ist eigentlich das, was die Räume machen, dass wir auch eine Achtsamkeit dafür entwickeln, mit was umgebe ich mich und was will ich, dass auf mich zurückkommt. Und ja, genau. Und ich weiß, dass du hast einmal kurz beim Interview mal gesagt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil jede Jahreszahl, in der man geboren ist, hat quasi eine eigene Zureihung von den Flächen und wie kann man sich in den verschiedenen Bereichen stärken. Das Ding ist, da braucht man gar nicht drauf eingehen, weil Faktum ist ja das, dass es egal ist, welchen Raum man hat, man kann gestalten. Ich glaube, das ist einfach die Botschaft, die ich da einfach mit rausgeben möchte, weil es nicht darum geht, irgendwie tausend Dinge beherrschen und verstehen zu müssen. Deswegen gibt es Leute, die sich so intensiv beschäftigen, weil wenn du das, für dich ist es ja nicht mehr kompliziert. Und das ist ja das Schöne, dass man jemanden haben kann an der Seite, der einfach da
ganz entspannt, gechillt mit all der Komplexität, die es einfach schon auch gibt, mit all dem Interesse da ist und man da jetzt nicht selber voll eintauchen muss. Ja? Ja. Und gleichzeitig leitest du ja auch so an, dass man auch begleitet ist. Du machst ja auch einen Online-Kurs, hast ja jetzt gerade auch einen und wirst ja dann auch im Februar, werden wir dann nachher auch noch darauf eingehen, wieder einen machen. Man kann auch Dinge selber machen. Man muss jetzt nicht dann dich ins Haus holen und es musst alles umdrehen, sondern du begleitest ja auch, dass Leute wissen, was sie tun können. Genau. Also das ist das eine, das möchte ich einfach hervorheben, weil sonst glaubt man, ich meine, mein erstes Feng Shui-Buch war Entrümpeln nach Feng Shui, hat das geheißen, und ich war total motiviert, oh mein Gott, was ich dann angefangen habe auszusortieren, und es war unglaublich befreiend, unglaublich befreiend. Das Ding ist, ich glaube, dass wir einfach auch nicht gewohnt sind, dass wir das tun. Du sprichst jetzt davon, dass ihr wenig Raum habt und dadurch auch gezwungenermaßen eben das habt. Ich habe einmal umgekehrt mit einer Freundin drüber gesprochen, die hat 3 Kinder auch. Und da ist darum gegangen, wie sie tut, wenn es darum geht, wenn das Kind was möchte. Sagt sie, sie braucht, wenn sie ihre Tochter, wenn die da umbettelt, für sie ist es ganz leicht, Nein zu sagen, weil sie weiß, sobald sie heimkommt, sind 2, die stehen und da und sagen, wieso nicht ich? Und ich habe mir gedacht, war, hat mich fast der Neid ein bisschen gepackt, weil ich mir dachte, jetzt haben wir da eine Tochter, die wird. Und der Begriff zumüllen, also das ist ja natürlich, klingt jetzt überhaupt nicht liebevoll, aber manchmal habe ich schon auch so das Gefühl, es wird, sie wird was zugemüllt von dieser, das ist, aus Liebe werden Dinge gekauft, ja, und ich bin wirklich immer wieder damit beschäftigt, darüber zu sprechen und dann und merke, es ist ein bisschen konfliktbehaftet insofern, weil ich mir denke, es ist ja schön, wenn man auch seine Liebe über das ausdrücken kann oder möchte, weil man es kauft. Ja. Und gleichzeitig ist es halt echt, wo ich sage, es überfordert in Wahrheit auch mehr. Ich glaube, das Ding ist das, und du hast es vorher angesprochen mit den vielen Spielsachen, dass man dann Entscheidungen plötzlich, man muss sie entscheiden. Da jetzt bei Juul, den manche vielleicht erkennen und mit Kindern da also beschäftigt sind, wie kann man eben zum Beispiel mit Kindern da tun, der spricht zwar nicht über das Entrümpeln oder zu viel Spielzeug, aber das Thema Essen wird thematisiert, weil Essen ist so ein Grundbedürfnis und da sagt er auch, die Kinder sind überfordert, wenn du ihnen 5 Sachen hingibst, es gescheitert immer das Gleiche und es passt. Aber irgendwie als Mutter wirst du ja irgendwie das Beste und nein, wirst du nicht das und das und das und das Kind ist im Wald überfordert. Ja, und das genau. Ist mit Spielsachen das Gleiche, oder? Genau, absolut. Ja, da gibt es auch schon ganz viel Hirnforschungen. Gerhard Hüther, genau. Ist auch da super, also der forscht da total viel und der sagt auch, dass diese Überforderung mit vielen Spielsachen einfach ein Kind, also es macht wirklich Stress und es hemmt leider auch die Kreativität, weil wenn sie für jedes Ding irgendwie was zur Verfügung haben, dann müssen die Kinder nicht mehr kreativ werden, dann müssen die nicht aus dem Tannenzapfen irgendwie einen Menschen basteln oder man baut aus Lego auch nur noch die vorgefertigten, das wird ein Flugzeug, das wird ein Boot, das wird ein Haus. Also der Freiraum ist ja wirklich nicht mehr so. Genau. Und die Eltern sagen dann, bitte tu es nicht mischen, weil ich will es dann wieder verkaufen. Ja, genau. Ja, stimmt total. Und das ist aber voll schade, weil dann hat das Gehirn einfach gar keine Möglichkeit, diese Synapsen zu bilden, dass es sie auch kreativ, also das kreative Denken muss man ja auch eigentlich ein bisschen lernen und trainieren. Und wenn alles vorgefertigt ist und alles vorgegeben ist, dann muss das Kind einfach, also muss gar nicht so weit denken, weil es ist ja eh alles da, es ist ja eh alles zur Verfügung. Und das Ding ist, die Kinder, man kann jetzt, wenn ihr nicht den Kindern überantworten, dass die das irgendwie regeln müssen, sondern es sind ja wir als Erwachsene, die Dinge kaufen oder auch nicht. Genau. Genau. Aber für die, die jetzt keine Kinder haben und denken, was reden denn da über die Kinder? Vielleicht sind sie eh schon immer da, aber... Ja, aber das ist viel zu interessant, auch für jene, die keine Kinder haben. Denn das Ding ist ja das, und vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu auch noch sagen, weil du bist ja jemand, der ist schon öfter umgezogen. Ich selber bin auch ein paar Mal umgezogen. Das heißt, ich war dann immer wieder mal damit auch beschäftigt, dass ich da halt aussortiert habe. Ich habe es dann auch getan und nicht wie, manche nehmen ja immer die gleichen Kisten, die nie wieder weggeräumt werden, mit. Genau. Was ist da so, welchen Tipp könntest du denen geben, denen das so schwerfällt, sich zu trennen? Ich meine, falls dieses Beispiel mit dem roten Faden nicht vielleicht eh schon irgendwie geholfen hat. Ja, genau. Das ist ganz gut. Aber also der erste Tipp, den ich mitgebe, ist, dass man ganz klein anfängt. Also
bloß nicht den Fehler machen, irgendwie den ganzen Kleiderschrank alles rauszugeben und dann auszusortieren, sondern man fängt einfach mit einem kleinen Bereich an, zum Beispiel die Socken oder so oder die Unterwäsche. Und dann geht man mal alles durch, dann greift man wirklich jedes Teil an und fragt sich, brauche ich das? Tut mir das gut? Will ich das bei mir haben? Das sind so drei Fragen, die man sich mal ein bisschen so stellen kann. Aber wirklich das Angreifen, mal einen kurzen Kontakt, einen Bezug dazu herstellen und die Fragen stellen. Und dann geht es meistens schon relativ leicht. Und dann kann man auch, man hat ja, also gerade bei der Kleidung, finde ich, sieht man es eh oft. Man hat dann eh immer das Gleiche oder man wählt eh immer eher ähnliche Sachen und greift zu den gleichen Sachen hin. Und andere Sachen bewahrt man aber auf, weil man glaubt, vielleicht könnte man es irgendwann mal brauchen. Und das ist aber oft dann immer der Fall. Und wenn man es mal angreift, ich sehe total oft hängen noch Sachen in Schränken, wo ein Preisschild noch dran hängt, wo ganz klar war, das hat man gekauft, hat aber nie wirklich eigentlich einen Bezug dazu aufbauen können und hat es eigentlich nie wirklich, also hat es nie getragen, weil sonst wäre das Preisschild nicht mehr dran. Und das kann man mit, also am besten wirklich mit einem ganz kleinen Bereich anfangen. Vielleicht ist da jetzt Kleidung gar nicht so das beste Beispiel gewesen, weil das auch oft schwierig fällt. Vielleicht muss man anfangen mit einer Küchenschublade. Dass man mal eine Küchenschublade aufmacht und sich fragt, keine Ahnung, verwende diesen Kochlöffel, verwende dieses Salatbesteck und einfach so Schritt für Schritt durchzugehen. Und am besten, das kann man auch wirklich, man kann sich auch Listen schreiben. Also ich war in meinem Kurs, habe ich einfach auch so aufgeteilte Bereiche, wo man durchgehen kann und dann kann man mit einer Leichtigkeit durchgehen, weil am Anfang sieht man alles. Also man sieht den ganzen Wohnbereich und denkt sich... Und es überfordert dann einfach. Genau, und es überfordert. Und das ist so schlimm, weil dann fängt man mit dieser Überforderung schon an und hat aber kein Erfolgserlebnis danach, weil man es nicht schaffen kann, weil es einfach zu viel ist. Und wenn ich mir aber für diesen Tag jetzt nur diese eine Schublade vornehme, zum Beispiel in der Küche oder im Badezimmer, falls meistens auch ganz leicht ist, dann so einfache, da kann man mal ein bisschen... Welche Proben, die man da irgendwie, oder man hat irgendwo... Ja, genau. Oder Putzmittel, die man irgendwann mal gekauft hat und aber eigentlich gar nicht verwendet. Weil man dachte, jetzt macht man alles sauber, man ist voll motiviert zum Putzen und dann wäre es soweit und dann... Genau. Genau. Ja, genau. Also echt mit was starten, was leicht fällt und dann nur dieses eine Ding aussortieren an dem einen Tag. Und dann, wenn man das gemacht hat, feiern. Dann muss man wirklich sich loben und sagen, super, jetzt habe ich dieses eine Ding mal entrümpelt, wieder ein bisschen Platz geschaffen und so. Und das ist ein Training tatsächlich. Also wenn man das trainiert, dass man klein anfängt mit Sachen, wo man keine emotionale Bindung am besten hat, das mal loslässt und gehen lässt. Und dann danach aber diese Emotion auch, dass man das geschafft hat und feiert, dass der Körper merkt, es tut einem gut. Und das ist eigentlich auch total wichtig, dass man das wirklich integriert, dieses Stolz drauf sein, dass man es gemacht hat. Mhm. Das ist eben umgekehrt der große Fehler, wenn man zu viel auf einmal machen will, schafft man es nicht und dann ist man demotiviert und dann fängt man das nächste Mal gar nicht an, weil man diese Demotivation sich ersparen will. Und wenn man es aber klein anfängt und dann noch feiert und merkt, dass es gut tut, dann fängt man das nächste Mal schon leichter an und steigert man sich und trainiert das so. Und das ist wirklich, das Ding ist ja das, ich glaube, das muss man einfach auch wirklich auch nochmal auf den Tisch bringen, das Thema, dass es einfach dauert, das mhm. muss man wirklich betonen, dass man sich weniger vornimmt, ja. weil es am Anfang einfach dann unordentlicher wird. Das ist nämlich, mhm. wenn du, um Ordnung zu schaffen, musst du bereit sein für Unordnung. Und ich habe das Gefühl, dass das dann oft schon so stresst. Und ich glaube, das Ding ist, man muss sich dann irgendwie vor Augen halten, weil du das auch schon erlebt hast, aber bei uns daheim hat es das schon immer wieder mal gegeben, wenn ich sage, jetzt gehen wir es an. Ja, also ich nerv meine Tochter nicht immer, weil ich immer denke, es braucht auch dieses, sie darf einmal ihren Unordnungsding haben. Wir haben es so aufgebaut, eher auch auf Anraten von dir, dass sie einen Ruhebereich hat und so einen Bereich, wo halt dann auch was passieren darf. Das heißt, sie kann trotzdem gut drinnen schlafen und ist nicht völlig abgelenkt. Ja? Also wenn man, das kann man ja quasi so organisieren. Genau. Aber dann, wenn es dann soweit ist, wann das wieder mal ansteht, eben zum Beispiel Kleidung aussortieren, ja, dann schaut es dann wirklich oft einmal aus und dann kommt dann der Dietmar heim und dann sagt er, na bumm, da schaut es aus. Es ist nicht unbedingt so, hey, wow, cool, was ihr da macht, macht gleich Ordnung. Ich meine, das wär super geil, ja. Aber es ist natürlich auch die Wahrheit, der sagt, oh Gott, da schaut es aus. Ja. Und dann finde ich es wichtig, dass man jetzt der, was gerade dabei ist, übersetzt und sagt, weil ich antworte dann so, sage, ich finde das voll super, dass du mit uns im Mikro reist. Ja. Ja. Ganz gemeint, ja, also dass man das einfach so
das ist ja auch so, dass es Ja. einfach nur ausschaut. Ja, genau. Wobei man vielleicht da auch schon zu weit geht. Also ich würde vielleicht wirklich das bin ich. Ja, genau. Aber vielleicht, also wenn es eh schon schwerfällt, würde ich vielleicht wirklich ganz, ganz leicht starten, dass man gar nicht alles rausgibt, weil das macht schon, also das macht oft auch mit unserer Psyche zu viel, weil wir hängen an diesen Sachen und dann sehen wir die alle auf dem Haufen liegen und dann denken wir uns, es liegt jetzt alles da und jetzt muss ich mich entscheiden und ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ich will mich jetzt Also nicht ja, entscheiden. Entscheidung bei uns ist ja so, also falls, nur dass man da vielleicht, das ist ja gleich ein Praxisbeispiel, ein gutes. Ja. Also bei uns wird dann, wenn ich das mache mit der Ella, dann wird einmal so quasi, es wandert in den Gang hinaus, so einzelne Ja. Dinge, also okay, die schauen wir uns nachher an, also so quasi schauen wir uns nachher an. Und dann ist, Ja. das heißt, wenn der Dietmar kommt, dann schaut es im Gang aus wie Schweinestall. Und im Sinn ist alles noch pipifein. Ja. Und dann sage ich halt, jetzt machen wir mal die Hosen. Ja, super. Und dann wird geschaut, welche sind zu kurz. Ja, genau. Ja, das Also, ist eh schon gut. Ja. sozusagen der Preis ist das, das draußen. Das nicht, ja. Das ist geil. Ja. Aber natürlich einfach mal nur den Hosenstapel rausnehmen und sie nur da. Genau. Genau, das wollte ich sagen, dass man halt nur diesen einen Bereich mal nimmt und dann fällt es leichter. Aber es klingt so, als wärst du eh schon sehr gut trainiert und könntest es eh schon Ja, ganz was gut. man kann, glaube ich, dann, das ist so, wie man halt auch Gewohnheit oder diese Komfortzonen ausdehnen. Also die Ella ist jetzt nicht mehr erschlagen, die weiß schon, ah, okay, die Mama ist dann einmal und dann machen wir das halt einmal. Und ein bisschen Frustrationstraining ist natürlich auch mit dabei, kostenlos mit dabei. Ja, das braucht man auch. Also nicht immer, also das ist, glaube ich, gut, wenn man so, ah, ja. Danach ist so super, weil das, wie du sagst, feiern, das ist dann sehr automatisch, dass man sagt, bah, wie toll, was wir jetzt geschafft Ja, haben. super, voll super, genau, ja, genau, das ist voll schön, ja. Ja, aber da hast du sicher eine gute Begleitung, weil du das auch mit den Listen schon angesprochen hast. Magst du mal kurz auch was zu deinem Kurs sagen und wie man dich findet und was du da so anbietest? Sehr gern. Die Internetseite ist ja eingeblendet. Bitte? Die Internetseite ist ja Ah ja, eingeblendet. Internetseite ist eingeblendet. Die, da muss ich gestehen, die ist gerade noch ein bisschen am Aufbauen, aber das habe ich hoffentlich bald. Und also viel von mir findet man auf Instagram. Aber also wie man gut mit mir zusammenarbeiten kann, ist natürlich, also ich mache gern 1-zu-1-Beratungen, habe aber auch gemerkt, dass 1-zu-1-Beratungen oft auch schon eine gewisse, also für viele voll ist es schwer, wenn jemand Fremder in Räume reinkommt und dann irgendwie analysiert und so. Und ich habe gemerkt, ich mag es ja selber total gern, wenn ich Leuten Tipps und Tricks an die Hand geben kann, die schnell und einfach umsetzbar sind. Und ich habe jetzt einen Online-Kurs kreiert, der läuft jetzt gerade und wir werden auch im Februar nächsten Durchgang starten. Weil so viel Begeisterung ist, das muss man jetzt schon erwähnen, ja. Also. Ja. Also ich merke natürlich, der Lockdown und so, das macht bei Menschen einfach ganz viel. Da sind sie einfach gezwungen, sich auch mit den Räumen auseinanderzusetzen. Und Kann man nicht immer in die Bar gehen und ins Fitnessstudio und. man kann sie nimmer ablenken eigentlich. Man kann nicht flüchten aus seinen eigenen Räumen und damit auch aus seiner eigenen Haut. Man sagt ja, die Räume sind so die dritte Haut. Also das zweite ist die Kleidung, die dritte ist sind die Räume. Und ja, da muss man jetzt hinschauen eigentlich in dieser Zeit. Und ja, und bei dem Kurs, der ist in verschiedene Module aufgebaut, dauert 4 Wochen, wobei ich gerade sogar am Überlegen bin, ob ich ihn auf 6 Wochen ausweite, weil ich das Feedback jetzt schon so oft gekriegt habe, dass so viel drin ist in dem Kurs und dass gut wäre, wenn man es ein bisschen auseinander oder ein bisschen mit länger Begleitung hätte. Weil du ja auch, weil es ja auch live gibt und man ja mit dir auch in Kontakt ist und das Gespräch Genau. hat. Das ist nicht nur ein reiner Selbstlernkurs und Nein, also du nein. stehst zur Verfügung. Genau, ich bin zur Verfügung. Wir treffen uns. Also ich gebe immer einmal die Woche als neues Modul und relativ, also ein großes Workbook raus, wo auch also viel angeleitet wird und so. Und dann treffen wir uns zu einer Fragen- und Antwortenstunde, wo wir auch miteinander reden. Also zwar schon in der Gruppe, aber miteinander reden. Und die sind immer oft Gold wert. Also da wird echt viel besprochen, viel gelöst. Auch wenn man selber gar nicht merkt, das ist ein Thema bei einem. Wenn es wer andere anspricht, dann merkt man schon, stimmt, da habe ich noch gar nicht hingeschaut, aber es ist auch, ja, spricht mich auch an irgendwie. Und da ist es auch schön in der Gruppe, weil man dann oft dann merkt, dass Sachen besprochen werden, die einem selber jetzt gar nicht so bewusst waren, aber die doch da sind. Und ja, in dem Kurs gehen wir durch. Also wir
Wir fangen an mit so einer Bestandsaufnahme, dass man mal so emotional durch seine Räume geht. Und da leite ich auch sehr detailliert an, wie man das machen kann. Und dann nimmt man eigentlich in Gedanken schon wahr, wo sind Plätze bei mir daheim, wo ich mich super wohl fühle, wo sind Plätze, die ich gern vermeide, wo sind Gerümpelecken, die sich ansammeln, ja, wo sind Bereiche, die vernachlässigt werden und so. Und dann die Woche drauf schauen wir uns an, was diese Bereiche, wo wir uns wohlfühlen, nicht so wohlfühlen, was die für Botschaft für uns haben. Weil dann legen wir diesen Grundriss, diesen energetischen Grundriss auf dem eigenen Grundriss und dann merkt man Themen, die aufkommen, die man behandeln darf, wo man genauer hinschauen darf. Und in der dritten Woche zeige ich dann, wie man die aufarbeiten kann, anhand von räumlichen Maßnahmen. Vielleicht muss man kleine Kleinigkeit verrücken. Vielleicht muss man eine Farbe integrieren, wobei ich jetzt nicht verlange, dass die Leute Wände streichen oder Möbel kaufen. Das geht alles mit Sachen, die eh schon da sind. Also da arbeitet man mit Sachen, die da sind. Da muss man nicht irgendwie zusätzliche Investitionen tätigen. Und was wir am Anfang auch noch machen, in der ersten Woche, das habe ich jetzt kurz vergessen, ist, dass wir ein Powerplay uns einrichten. Das ist nämlich auch oft sehr kraftvoll. Und das kennen wir vielleicht, dass wir vielleicht haben manche in der Natur einen Kraftplatz, wo sie sich so richtig aufladen können, wo es ihnen total gut tut und Energie gibt. Und sowas will ich für alle, dass sie daheim haben. Das macht nämlich total viel, wenn wir so einen Platz für uns gestalten, der einfach für uns da ist. Und das dauert ein bisschen, der muss ein bisschen aufladen mit Energie. Also der muss sich auch mal, der muss beladen werden mit positiver Energie. Und wenn der aber dann da ist und dann wir den nutzen, dann kommen wir relativ schnell in eine gute Energie. Und das kann ich auch noch, weil zum Beispiel wir ja sehr klein wohnen. Genau, das habe ich gerade gedacht, ja. Ja, genau. Also ich habe mein Mobil. Meiner ist so, dass ich einfach gewisse Dinge habe, die mir gut tun. Ich habe dann so eine schöne Decke und ein Kissen. Und ich mache mir mein Mobil. Und ich habe eine Box mit meinen Utensilien, die ich brauche und die mir gut tun. Und ja, und ich schaue einfach, dass ich den aber täglich verwende. Weil dann gibt er mir wirklich immer diese Energie und so. Und gerade bei Mamas ist das oft Gold wert, das merke ich echt. Also gerade bei, jetzt komme ich schon wieder aufs Mama-Thema, es tut mir leid, aber es ist einfach so mein... Aber es ist ja für jede andere Frau, die einfach... für alle. Ich glaube, das ist einfach so ein Thema, ganz prinzipiell, ja. Weil gerade Frauen, also ich erlebe das ja auch so in meiner Praxis, dass Frauen halt eher die Tendenz haben, auch für andere da zu sein. Das ist ja meine Hauptgruppe, sind Menschen, die ja sehr engagiert sind und viel tun und dann einfach schauen, wie können sie noch mehr für sich auch da sein und ihr Leben auch leben. Ja. Das ist einfach so genial, wenn man sich räumlich da unterstützen kann, weil das geht, weil da macht es noch energetisch was. Total. Und auch, dass man sich das mal zugesteht, dass es mal um mich nur gehen darf als Frau, weil es ja. Sagst, es ist leider oft, wir sind sehr oft im Außen, sind sehr bemüht, dass es im Umfeld gut geht und vergessen uns selber dabei. Ja. Und da ist dieser Platz tatsächlich Gold wert dafür. Und den nähren wir auch immer wieder. Also da schauen wir auch, dass wir Elemente haben, die man immer wieder, ja, wo man einfach spezielle Beachtung schenken muss und so. Ja, das ist voll schön. Und da kann man auch seine Ziele und Visionen hinbringen. Also da kann man auch, wenn man weiß, wo man hin will, für was man was macht oder so, das kann, hat dort alles Platz. Und dann trainieren wir immer wieder unser Unterbewusstsein damit. Und dann ist unser Unterbewusstsein so gelenkt in diese Richtung, wo wir hinwollen, dass einfach Sachen auch leichter fallen, weil uns die Sachen leichter zufallen, weil wir genau wissen, wo wir hinwollen, wo wir hin, ja, wo wir unser Unterbewusstsein hin manövrieren quasi. Da gibt es ein Sprichwort, das mir gerade einfällt. Kurz überlegen. Wenn du den Hafen nicht kennst, ist kein Wind der richtige. Und um das geht es auch bei diesem Powerplatz, dass wir uns fragen, wo ist unser Hafen, wo wollen wir hin und wie setzen wir unsere Segel in die Richtung. Mhm. Ja. Genau, und im vierten Modul schauen wir uns dann noch an, dass wir die Sachen, wo wir jetzt gemerkt haben, da ist Handlungsbedarf, da wollen wir was machen, dass wir die dann, da schauen wir uns gemeinsam Möglichkeiten an, wie wir das dann umsetzen können. Und das finde ich dann auch immer ein sehr kraftvolles Modul, weil da geht es dann wirklich darum, also da habe ich oft gemerkt, dass Teilnehmerinnen, die wollten dann alles sofort machen, also hat man natürlich auch die Tendenz, dass man alles sofort will eigentlich, aber es macht Sinn, dass man mit einem anfängt und das ist vielleicht so wie beim Ausmisten, dass man mit einem anfängt und dann einen Erfolg feiern muss und so machen wir es auch mit den Räumen, also wir werden jetzt nicht alles auf einmal machen, weil es macht einen Overkill an Energie. Ja. Das gibt es tatsächlich auch, dass es zu viel sein kann und dann fallen wir erst wieder in ein Loch oder voll, also es kann uns zu viel sein einfach. Ja. Und wir machen da dann so, schauen wir uns Schritt für Schritt an, was wir jetzt umsetzen
Und ja, ich habe so schöne Erfolge, da bin ich echt immer voll dankbar dann, Und dass ich man glaube, die das Schöne ist, weil du auch mit einer Gruppe halt auch arbeitest, wo man Mhm. einfach dann durch diesen Austausch einerseits werden Dinge bewusster, die irgendwie vielleicht nicht irgendwie selbst gedacht gewesen wären, Genau. aber durch die Gruppe dann irgendwie zum Vorschein kommen und dann ist so noch mehr möglich, wenn man einfach mit anderen in Austausch ist und also die Motivation in die Umsetzung zu kommen, wenn man weiß, da gibt es jemanden, der schaut da jetzt auch und der interessiert das auch, weil man da einfach sehr Schön, schnell ja. ist und alle was tun, da Genau. ist dann viel möglicher. Genau. Ja, und auch diese Gruppendynamik ein bisschen, dass man sich so ein bisschen selber mitzieht und von den anderen ein bisschen motiviert und so. Ja. Genau, das ist voll schön, Aber ich ja. weiß natürlich, dass es sehr viel Spaß macht, auch mit dir gemeinsam was zu tun, weil du hast ja auch meinen Praxisraum, da hast du ja dazu beigetragen, dass der jetzt so da ist, wie er da ist. Und alle, die meinen Praxisraum von vorher auf nachher kennen, das ist ein großes Shift gewesen. Und da Ja. bin ich wirklich auch dankbar, weil du da auf das schon geschaut hast, weil man hört dann oft, wenn es irgendwie um Gestaltung geht oder irgendwie, dass man, keine Ahnung, Innenarchitektur oder Design, dass das einfach dann irgendwie. Es wird einfach nur teuer. Und das stimmt nicht, du schaust schon und bist auch sehr achtsam, dass man einfach ein Budget hat, mit dem man, wo es einfach stimmig ist. Und ich Ja. glaube, das ist auch was ich sehr schätze, weil du wirklich auch schaust, was kann man wie vielleicht doch auch nutzen. Und Genau. du weißt auch, wo kriegt man gewisse Dinge her. Also du bist ja auch unglaublich gut vernetzt, auch durch deine Fortjobs. Ich glaube, das ist ja wichtig, das zu erwähnen, weil es gibt, glaube ich, manchmal spürt man vielleicht bei einem Raum irgendwie, möchte man was tun? Und da bist du einfach auch jemand, den man dafür kontaktieren kann. Also das ist einfach auch, da habe ich selber gute Erfahrungen gemacht und empfehle das Ja. da gerne weiter. Voll gut. Ja, genau. Ja, oft ist echt einfach nur Kleinigkeit. Also genau, wie du sagst, viele spüren, dass irgendwas nicht stimmt. Und oft ist echt einfach nur Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeiten können sein, dass man zum Beispiel einen Schreibtisch ein bisschen von der Wand wegrückt oder nur um 30 Zentimeter kurz mal woanders hinschiebt, dass man anders liegt. Also es sind ganz, 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 ganze Kleinigkeiten, die man umsetzen kann und die Genau, aber. und wenn jetzt jemand das so hört und sie denkt in Richtung Homeschooling oder Homeoffice, weil da sind ja doch viele auch irgendwie gefordert, da bist du einfach auch jemand, der da wirklich sehr gut auch aus der Ferne auch was mithelfen kann. Das ist einfach, und das Ja. ist so unglaublich schön, was dann möglich ist. Also ich habe ja bei dir auch schon Webinare da letztens mitgemacht und ich weiß, da ist so viel Hilfreiches, ja. Und wer auch Ja. immer so das Gefühl hat, er braucht da wen, da haben wir Ja, jetzt auf jemanden. alle Fälle. Also es war mir jetzt auch ein Bedürfnis, weil Homeoffice und Homeschooling gerade so präsentes Thema sind und leider auch, also diese zwei Begriffe auch einen richtigen Graus in manchen Leuten erwecken schon, weil wir haben den ersten Lockdown schon erlebt und haben, ja, waren halt von einem Tag auf den anderen gefordert, irgendwie Homeoffice, Homeschooling unter einen Hut zu bringen. Und ich habe das ja damals auch erlebt, da war meine Tochter in der ersten Klasse Volksschule. Und ja, ich habe auch schon gemerkt, also gerade die erste Klasse, wo es auch um so soziales Gefüge geht eigentlich und auch, dass die Kinder erstmal lernen zu lernen, das war schon herausfordernd natürlich. Aber ich habe geschaut, dass ich räumlich so gut wie möglich unterstützen kann. Und da gibt es ganz einfache Maßnahmen, dass man schaut, dass das Kind mit einem, also einen Rücken schützen kann, zum Beispiel, dass ein stabiler Rücken dahinter ist, dass der Rücken nicht zur Tür schaut, dass einfach eine gewisse Geborgenheit da ist, weil das haben wir einfach, dass unser Unterbewusstsein ist dann noch so in der Steinzeit, dass wir uns immer schützen wollen vor Überraschungen von hinten. Und das Kind, also man kennt sie auch, wenn man im Café oder im Restaurant sitzt, sitzt man ungern mit dem Rücken zur Tür. Das haben ganz viele Kinder oft so, die sitzen an einem Schreibtisch, wo der Tisch, der Rücken zur Tür ist und das stresst sie, weil es gehen auch so empfindliche Nervenbahnen, die Wirbelsäule hoch in den Kopf und das wollen die Kinder schützen und wenn das nicht geschützt ist, dann haben sie automatisch immer so das Gefühl, sie drehen sich nach links und rechts und wollen schauen, ob eh niemand von hinten reinkommt oder Und ich irgendwas. glaube, wieder gilt einfach dieses, man kann es gestalten, weil jetzt da irgendwer das Gefühl hat, das stresst ihn, weil er sie denkt, es geht nicht anders. Also es gibt, du bist jemand, das, man findet Lösungen. Ja, Ich möchte genau. das nochmal betonen, es ist nicht, dass man, also man muss da nicht allein irgendwie da verzweifeln und sie denken, es geht nicht, sondern es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, die man tun kann. Und da bist du einfach jemand, der die Möglichkeiten auch findet. Und Ja, und da geht es auch um Konzentration und um Fokus, dass man den genau. leichter findet, wann die Räume drumherum passen. Genau, und das sind ganz, ganz einfache Maßnahmen, die man da machen kann. Und du hast uns heute, glaube ich, wirklich ganz viel wertvolles Wissen geteilt und viele wertvolle Anregungen. Also ich habe das Gefühl, es war wunderbar konkret, dass man auch da wirklich so
Der eine wird jetzt vielleicht gerade auch gleich ausmisten gehen, kaum ist der Knopf gedrückt und der nächste wird jetzt den Eingangsbereich gleich irgendwie in Ordnung bringen. Der nächste führt ein Gespräch mit den Kindern, sagt, wollen wir nicht irgendwem was schenken? Also viele, viele Möglichkeiten. Andere Super. Worte, wann ist der Kurs? Noch die Semesterferien fangen da an, 7. Februar, glaube ich. 8. 8. Montag, Februar, 8. Februar. Montag, 8. Februar. Also die krallen sich da jetzt schon rein. Es wird auch dann einen Link natürlich geben, dass die Leute das auch finden. Also den werde ich dann auch dazu geben, dass das alles ganz easy ist. Man kann es ja nur als Weihnachtsgeschenk vielleicht auch nur irgendjemandem beschenken. Ist Genau, man kann sie jetzt in diesem Jahr noch als Weihnachtsgeschenk, bietet sie genau. natürlich wunderbar an. Genau. Und für die, die das Kongresspaket haben, gibt es ja sogar auch eine Reduktion. Also die können jetzt Geld ausgeben fürs Kongresspaket und dann sparen sie sogar noch auch bei dir. Und es war so wertvoll mit dir, liebe Daniela, und ich sage vielen lieben Dank, weil ich wirklich glaube, dieses Sein, wo es eben, wo so viel mehr möglich ist, wenn man von Räumen unterstützt ist und nicht alles selber leisten muss und kämpfen. Ja, das ist mir so ein wichtiges Anliegen, dass man da ein bisschen mehr Bewusstheit schafft, dass die Leute wissen, es liegt oft nicht an einem selber, sondern es ist diese Umgebung, die uns auch Kraft kostet. Aber genauso kann sie uns die Kraft schenken, wenn wir wissen, wie wir kleine, einfache Veränderungen machen. Und ja, also das ist mir echt ein Anliegen, dass man da ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen will. Die Räume werden oft so ein bisschen stiefmütterlich nur behandelt. Wir kümmern uns viel um unsere inneren Räume und das ist auch nur ganz kurz vielleicht noch. Oft haben wir Leute Lebensthemen, die sie immer wieder bearbeiten und wo sie aber an Grenzen stößen, weil es nicht mehr geht oder es nicht lösen können. Und das ist aber, weil unsere Umgebung sie ständig wieder in dieses Thema bringt. Und dann kann man mit den Räumen super unterstützen und da lösen sie oft Sachen oder finden sie Lösungen und ja. Und das ist es. Unsere Haut, dann ist die zweite Haut die Kleidung und die dritte Haut die Räume. Ich finde, das hast du auch so schön gesagt und ich möchte es einfach wiederholen, weil das zeigt einfach auf, wie sehr es wirklich einen Unterschied macht, wie wir uns auch fühlen in den Räumen. Genau, absolut, ja. Vielen lieben Dank, liebe Daniela. Es war Danke dir, wunderschön. war voll nett. Danke. Dankeschön.